Bertha in Preschool 4, alles klar. Nicht meine liebste Map, aber sollte für uns eigentlich ganz praktisch sein, denn es ist tatsächlich die schlechteste Killer-Map, beziehungsweise einer der schlechtesten Killer-Maps. Ich habe Blastmine dabei, denn ich dachte mir, komm, wäre doch vielleicht mal ganz witzig, das wieder zu verwenden. Weil ganz ehrlich, nach dem Nerf hat es eigentlich nie jemand wirklich wieder verwendet. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Survivor, die gechased wurden. Das war einmal die Claudette und einmal, Kate, aber gerade ist es nur noch die Claudette. Die Talita arbeitet gerade an einem Generator. Gut, ja, also die letzten Monate oder ich glaube es war nur ein Monat oder anderthalb Monate, habe ich ja tatsächlich so gut wie gar nichts hochgeladen, beziehungsweise gar nichts, sind wir mal ehrlich. Das liegt tatsächlich einfach daran, lass mal installieren, da ich, ich würde nicht sagen demotiviert war, aber ich hatte eine ziemliche Downphase wieder. Und ich möchte mich auch ehrlich gesagt nicht zwingen, etwas hochzuladen, wenn ich mich nicht danach fühle. Und ich hoffe, ihr versteht das. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne in meinen Discord-Server kommen. Link dazu unten in der Videobeschreibung, wahrscheinlich auch nochmal in den Kommentaren. Dort bin ich jeden Tag aktiv, dort schreiben wir jeden Tag untereinander. Und dort erfahrt ihr auch immer die neuesten Informationen über kommende Uploads oder auch vielleicht, wenn mal kein Upload online gehen sollte. Dementsprechend kommt da gerne vorbei, ist kostenlos, jeder ist willkommen und dort erfahrt ihr die neuesten News. So, den Generator schon mal alleine gemacht, super. Und dann werde ich einfach mal schauen, dass wir vielleicht die Claudette finden. Warte mal, war das eine Huntress? Ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Ich habe keine Ahnung, welcher Killer das ist. Ja, Hillbilly, wird noch seltener, als er jetzt schon ist. Das ist ein bisschen schade. Aber was will man machen? Behavior hasst Hillbilly. Ich eigentlich auch, aber so 3 Jahre nach einem Nerf, come on. Gib mir ein bisschen Liebe. Wir haben stärkere Killer im Spiel. Also, ich habe mich damals, als Hillbilly halt so mega problematisch war, auch über ihn beschwert. Denn Hillbilly war nun mal einer der stärksten Killer. Wo? Ach, da vorne. Im Spiel. Und seine Addons waren sehr oppressive. Seine Kettensäge. Dementsprechend. Ja, ich kann verstehen, warum sie ihn genervt haben damals. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, um ehrlich zu sein. Pain Resonance. Aber ich bin der Meinung, dass der Nerf bis heute oder zum heutigen Zeitpunkt einfach nicht mehr gerechtfertigt ist. Okay, kann ich abhaken? Sollte gehen. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nein, fuck. Ah, egal, egal. Ich hätte es kommen sehen müssen. Hat er... Das sah mir so ein bisschen nach Insidious aus, oder? Hat er Insidious? Kann sein, oder? Wir haben 2 Generatoren fertig. Der hier vorne, der war jetzt nicht unbedingt weit. Da vorne wird gerade, ich habe im Untergrund unten in der Schule gearbeitet. Da oben wird gerade gechased, hat man gerade den Deadheart gesehen. Genau, also meine anderen Perks sind dann noch Prove Thyself. Bedeutet, ich sollte gelegentlich mal mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Off the Record bedeutet, wenn ich gleich abgehakt werde, hoffentlich, bin ich erstmal ein bisschen geschützt für 80 Sekunden. Und Low Profile, um mir natürlich nochmal den Solo-Cube-Boost zu geben. Ja, ich werde Second Stage erreichen. Ah, shit. Ja, ja, hast du gut gemacht, Billy. Hast du gut gemacht. Gebe ich zu. So, jetzt aber schnell, Claudette. Er campt. Oder? Ah, nee. Da hinten ist er. Ich versuche mal eben abzuhaken. Denn ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass wir gleich schon den ersten Survivor verlieren. Oh, oh. Oh, oh. Come on. No! No! Was? Hilfe! Nein, 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 nein! Gott. Ja, okay. Ich dachte, ich kann da durch. I'm sorry. Ich dachte, ich kann da durch. Ja, Unbreakable wäre vielleicht besser gewesen als Blastmine, oder? Was meint ihr? Oh, Claudette. Claudette. Ja, danke. Heb mich auf! Oh Gott. Danke. Okay, wir haben es nochmal weggeschafft. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir sind tot. Also, ja, ja, hier mich, bitte. Aber bitte Bodyblock nicht. Wenn er von hinten kommt, sind wir gesandwiched. Oh, er kommt von hinten. Er kommt von hinten. Oh, 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 oh. Normalerweise mag ich das, aber heute eher weniger. Oh, oh, da kommt er angehumpelt. Okay, die loopen da vorne. Und sie ist tot. Ja, hat er gut gemacht. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Come on, come on, come on. Scheiße, das war nicht mal ansatzweise ein Engel. Ich benutze nie Flashlights, wirklich gar nicht. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, ich bin scheiße. Ich habe eine Archive-Quest, dass ich im Killer-Teil-Radius sein muss, ohne dass ich gefunden werde.
Daher bekomme ich die ganze Zeit diese Anzeige. Leider habe ich keinen Reassurance, sonst könnte ich sie jetzt für ein paar 30 Sekunden am Haken sichern. So, weg hier. Der kommt gleich wieder. Der ist wahrscheinlich unterm Generator und tritt dagegen. Ja, und dann sollte ich mich vielleicht selber nochmal irgendwo in den Generator setzen. Also, Proof Herself hat jetzt nicht so viel gebracht. Die anderen Perks ehrlich gesagt auch nicht. Ja, gut. Ich weiß auch gar nicht, wo Generatoren sind. Ah, hier ist die Claudette. Oh shit, oh shit, oh shit. Wird er wollten? Okay, er wolltet nicht. Wolltet er jetzt? Nope. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh scheiße, scheiße, nein! Ich wollte gar nicht mehr abbrechen. Ich wollte tatsächlich blinden. Aber ich glaube durch Shift, weil ich rennen wollte. Nice. Habe ich leider den Flashlight Blind abgebrochen. Ja, okay. Fuck. Da hätte ich nicht viel machen können. Aber gut gespielt, Hibbeli. Gut gespielt. Dafür, dass man dich bald nicht mehr sehen wird, ja, ist es okay, würde ich sagen. Gut, dann sage ich mal, war es das erstmal für heute. Ich wollte einfach nur ein kurzes Video machen, um zu schauen, dass ich wieder so ein bisschen reinfinde in das ganze Thema, Videos aufnehmen und so. Bisschen chaotisch. Ich musste auch meine Mikrofoneinstellungen und alles wieder neu machen, weil das hat sich irgendwie selber zerschossen mit irgendeinem OBS-Update. Sehr, sehr nervig alles, aber ihr wisst, was zu tun ist. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommt gerne in meinen Discord-Server. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.